erste Vortrag in diesem Seminar wird inshallah über die Haltung von dem Muslim gegenüber diese Khilafat, also diese Meinungsverschiedenheiten und auch was deren Folgen ist. Und ich werde mich konzentrieren auf das, was jetzt alles in dieser Zeit abläuft, was man hört, was man sieht, was man erlebt, was im Da'wah-Bereich ist. Die Khilafat, also die Meinungsverschiedenheiten, entstehen dadurch, dass da verschiedene Auslegungen gibt. Und diese Khilafat, also diese Meinungsverschiedenheiten, kann im Kreis von den Leuten des Sunna passieren. Und das hat auch verschiedene Arten von Khilafat. Und es gibt die Meinungsverschiedenheiten und die Auslegungen, die zu Firqa führen, was dann auch zu den Gruppierungen gehört. Also Khilafat, die zwischen Leute des Sunna und den Gruppierungen, also das unterscheidet und trennt und verderbt. Und es gibt die Khilafat, die unter der Leute des Sunna. Und die sieht man auch. Und das darf man nicht sozusagen darüber hinwegschauen oder verleugnen, dass es auch unter den Leuten des Sunna Khilafat gibt. Und das versuchen wir inshallah zu analysieren und gucken, und dann wissen wir nach Koran und Sunna, was unsere Haltung von diesen Khilafat ist. Ich fange an inshallah mit den Khilafat unter den Leuten des Sunna, was man sieht, erlebt und hört und was manche durcheinander bringt. Und manche, die Allah subhanahu wa ta'ala befestigt, dann sozusagen nicht in dem Fehlverhalten kommen. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Khilafat. Eine der Khilaf nennt man Khilaf al-Ijtihad. Khilaf, der durch Ijtihad passiert. Und das ist durch das Verstehen, das unterschiedliche Verstehen von bestimmten Texten, Koranverse, wo es nicht eine eindeutige Bedeutung gibt oder wo es nicht ein Ijma' gibt. Und das passiert auch unter den Leuten des Sunna. Sei es in Aqida-Angelegenheit oder in Fiqh-Angelegenheit. Ijtihad bedeutet, was bedeutet Ijtihad? Urteilsbildung. Ja. Anstrengung. Und hier bei Fuqaha und Gelehrten ist das eine Urteilbildung. Also das eine Khilaf durch Ijtihad, das heißt, wie der Gelehrte zu Urteil kommt. Und dieser Kreis von Meinungsverschiedenheit, dieser Kreis von Meinungsverschiedenheit ist eine akzeptable Meinungsverschiedenheit. Eine akzeptable Meinungsverschiedenheit. Was lässt eine Meinungsverschiedenheit zu akzeptable Meinungsverschiedenheit gehören und was lässt es nicht zu einer Meinungsverschiedenheit gehören? Wenn wir, Alhamdulillah, uns zu dem Salaf bekennen und dass wir den Weg der Sahaba und sozusagen Salaf gehen, die Imame, dann richten wir uns an die in ihrer Art von Meinungsverschiedenheiten, wenn unter ihnen Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, sei es in Aqida-Angelegenheit oder in Fiqh-Angelegenheit, dann ist das der Kreis, wo man nicht den anderen für falsch erklären darf. Und diese Meinungsverschiedenheit darf man nicht den Kreis eng machen, und darf man auch nicht ausweiten.
Man darf nicht zu jeder Sache sagen, dass eine Ijtihad meines Rechten hat. Und man darf auch nicht jede Sache von dem akzeptablen Meinungsverschiedenheit ausschließen und sagen, nein, da ist keine Meinungsverschiedenheit darin. Was sind die Grenzungen und Bedingungen für eine Khilaf, wo man sagt, dass ein Khilaf Ijtihad? Erstens, wenn es von den Personen kommt, die ein Gelehrter ist und der befugt ist, ein Gelehrter oder einer, der befugt ist, die Urteile zu bilden oder einer Aussage zu folgen. Warum ist das eine Bedingung? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Al-Qubatu Thalatha, also die Richter sind drei, einer ist im Paradies und zwei sind im Höllenfeuer. Die Richter sind drei, einer ist im Paradies und zwei im Höllenfeuer. Aber was denjenigen angeht, der im Paradies ist, das ist derjenige, der die Wahrheit erkannt hat und mit der Wahrheit geurteilt hat. Und was denjenigen angeht, der die Wahrheit erkannt hat, aber nicht mit der Wahrheit gerichtet hat, der ist im Höllenfeuer. Und einer, der gerichtet hat für die Menschen mit Unwissenheit, der ist im Höllenfeuer. Das heißt, das Befugnis zu Urteil bilden oder über Religion zu sprechen, ist nicht für jede Person, sondern muss eine Befugnis haben, womit er eine Rechtfertigung hat bei Allah SWT, dass er nicht ohne Wissen redet. Und der Prophet Muhammad sagt, was diese Angelegenheit angeht, dass er sozusagen nicht bestraft wird, derjenige, der mit Wissen sich verausgabt, sagt der Prophet wenn der Richter richtet und der hat sich verausgabt und der hat die Wahrheit getroffen, sagt der Prophet, dann hat er zwei Belohnungen. Und wenn er sich verausgabt, das heißt, es muss eine Ijtihad geben und dabei falsch liegt, dann hat er eine Belohnung. Das heißt, die erste Bedingung für eine Meinungsverschiedenheit, die eine akzeptable Meinungsverschiedenheit ist, die muss von einem kommen, der befugt ist, darüber zu sprechen. Und wenn derjenige, der nicht befugt ist, über Religion spricht und die Leute führt oder die Leute sozusagen Fatwa gibt, dann ist das, was der Prophet Muhammad gesagt hat, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad. Also das Wissen wird nicht sozusagen so aus der Brust rausgenommen von den Leuten, sondern Allah SWT wird das Wissen erheben oder aufheben durch das Sterben von den Gelehrten. Durch das Sterben von den Gelehrten. Das sind diejenigen, die über Koran und Sunnah mit Befugnis sprechen. So, bis dann kein Gelehrter mehr gibt, dann werden die Leute Köpfe der Unwissenheit nehmen, die sie führen. Und dann werden sie gefragt und dann werden sie ohne Wissen Fatwa geben. Ohne Wissen Fatwa geben, dann werden sie selber irregeleitet und lassen die Leute auch in Irreleitung kommen. Deswegen sind diese Irreleitungen nicht in dem Kreis von was? Von Meinungsverschiedenheit, die akzeptabel ist. Die zweite Bedingung, dass derjenige, der diese Befugnis hat, dass auch seine Grundlagen richtig sind. Dass er zu der Sunna gehört und die Grundlagen der Sunna nimmt. Weil jede Ijtihad hat seine Instrumente. Der Ijtihad hat seine Instrumente. Wenn man dabei nicht die richtigen Instrumente nimmt, oder nicht die richtigen Quellen nimmt, womit man ein Urteil bildet. Nehmt euch als Beispiel, es gibt Gruppierungen, die nehmen die sozusagen Träume als Quelle. Wenn man dadurch durch einen Traum jetzt ein Urteil bildet, dann könnt ihr euch vorstellen, was da für Irreführung kommt. Deswegen ist auch eine zweite Bedingung für den Ijtihad, der akzeptabel ist, der als akzeptable Meinungsverschiedenheit gilt, dass die Grundlagen von derjenige, der die Fatwa gibt, richtig sind.
dass er sich nicht beruht auf falsche Grundlagen, wie zum Beispiel ein Kalam oder die Geschichten oder die Träume oder auch falsche Hadithen, die nicht authentisch sind. Die dritte Bedingung, dass diese Ijtihad an sich ein Delil hat, ein Beweis hat. Und dass man einen vorigen Imam von den Salaf hat, der diese Aussage oder dieses Verständnis gehabt hat. Und dazu gibt es Dutzende Beispiele für so Meinungsverschiedenheiten, die unter den Talabat-Ilm und unter den Leuten passieren. Wie zum Beispiel, ist derjenige, den ich betet, Kafir oder nicht Kafir? Das ist eine Frage, die sich sehr viele immer sich damit beschäftigen und sozusagen, und gibt es Salaf, die darüber sozusagen gestritten haben, und dadurch kommt man nicht aus dem Kreis des Sunna raus, oder sonstige Ijtihadat, die, wo sich jeder auf ein Delil und ein Beweis beruht, sei es in Aqida oder sei es in Fiqh, und dabei hat es jeder ein Salaf gehabt für diese Aussagen, dann ist das eine akzeptable Meinungsverschiedenheit. Das ist sozusagen die erste Khilaf. Hier ein Kommentar zu diesem Khilaf. Leider ist der Fehlverhalten bei vielen von Leuten von Sunna, weil ich rede jetzt erstmal um den Leuten des Sunna, die sich zu der Sunna bekennen, ist hier der Fehlverhalten bei solcher Khilaf, dass derjenige ungerecht wird zu den anderen. Ungerecht. In falschen Urteil zu geben oder ihn zu einer sozusagen Sünde zuzuschreiben oder eine Bid'a oder sozusagen ihn verbietet, das zu nehmen, was er für richtig hält. All diese Sachen sind Ungerechtigkeit. Und da darf nicht ein Inkar kommen bei Angelegenheiten von Khilaf. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, diese Khilaf kommt nicht aus Neigung. Diese Khilaf kommt nicht aus Neigung, weil der Prophet Muhammad hat ja gesagt, wenn er sich verausgabt. Das heißt, er hat seine Instrumente benutzt und ihm ist diese Meinung klar geworden und der beruht sich auf dem Delil und er hat auch Salaf zu dieser Angelegenheit. Dann hat er getan, was er zu tun sollte. Deswegen, wenn so eine Khilaf entsteht, dann ist es nicht, weil man den Khilaf sucht. Das ist wichtig für Tullab al-Ilm. Man sucht nicht den Khilaf, sondern man sucht den Khilaf zu beseitigen. Das ist die Aufgabe von Tullab al-Ilm, dass sie den Khilaf beseitigen. Weil Allah sagt, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Wenn ihr euch in irgendeine Angelegenheit streitet, dann solltet ihr zurückkehren zu Allah und seinen Gesandten. Deswegen, die Aufgabe von Talib al-Ilm ist nicht, den Khilaf zu suchen, sondern den Khilaf zu beseitigen. Aber da es unterschiedliche Verständnisse gibt, wird es immer so eine Khilaf geben, wo die Sahaba radiallahu anhum selber auch in solche Khilaf gekommen sind, wo dann die Ungerechtigkeit da passiert, wenn man auf den anderen ungerecht wird, gegenüber den anderen ungerecht wird. Und zu dieser Art von Meinungsverschiedenheiten sagen viele Gelehrten, wie zum Beispiel Sheikh Islam Temir, da passieren sehr viele Ungerechtigkeiten. Von was? Von dem Verhalten gegenüber dem Khilaf. Das ist, weil man nicht sozusagen sich auskennt und den anderen seinen Beweis nicht kennt und seine Argumentation nicht kennt oder seinen Salaf kennt, dass man vielleicht etwas gelernt hat und dann automatisch wird man sozusagen zu den anderen und zu seiner Aussage ungerecht. Das darf nicht passieren. Und das ist passiert leider unter Leute des Sunna heutzutage. Dann eine andere Art von Khilaf, das ist jetzt nicht mehr eine Khilaf-Ijtihad. Da sagt man zum Beispiel hier ein Khilaf von Ta'wil. Khilaf von Ta'wil. Habt ihr eben gehabt, das Wort Ta'wil ist Fehlinterpretation.
Fehlinterpretation. Das bedeutet, kann das unter den Leuten von Sunna passieren? So eine Fehlinterpretation? Kann. Kann es unter Sahaba passieren? Ja, kann passieren. Ja, nein. Ich würde sagen, ja, wir sind ja. Menschen, die Fehler auf Sahaba. Also eine Fehlinterpretation von Ta'wil ist auch in der Zeit des Propheten Muhammad passiert und Sahaba. Und ist auch nach Leben des Propheten Muhammad passiert. Und da ist es eine sozusagen Art von Khilaf, von Ta'wil, wie zum Beispiel, dass man einen deutlichen Dalil sozusagen nicht befolgt, aber sozusagen nicht die Grundlagen der Gruppierung sozusagen folgt. Das heißt, es ist sozusagen so wie ein Ereignis, der passiert, wo man dann nicht nach sozusagen den Beweisen geht. Als Beispiel Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, der hat einen getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Und das hat der Prophet Muhammad mitbekommen. So ein Ta'wil, das ist jetzt eine Ta'wil, wo er ihn getötet hat, war ein Ta'wil. Warum? Der hat sich was gedacht. Aber der deutliche Beweis ist, man darf nicht töten, nachdem er La ilaha gesagt hat. So ein Ta'wil, wie geht man damit um? Und das gibt es jetzt auch, lebendige Beispiele bei solchen Sachen, wo ein Beweis gibt, aber sozusagen man handelt gegen den Beweis, aber man ist trotzdem noch im Kreis des Sunna, passiert. Usama sieht natürlich, der Prophet Muhammad hat ihn nicht bestraft und hat ihn auch nicht zu einer falschen Gruppierung erklärt. Aber er hat ihn getadelt und hat den Verständnis für falsch erklärt und hat ihn so lange getadelt. Das bedeutet auch unter dem Kreis von Leuten des Sunna könnte es so eine falsche Ta'wil geben. Das kann in Form von Übertreibung kommen, wenn man übertreibt. Das kann in Form von falsches Verständnis geben, was einmal Ma'ruf und Nahy al-Munkar angeht, wie man das gute Gebiet, das schlechte verbietet. Das kann auch, wie bei den Sahaba radiallahu anhu, nach dem Tod des Propheten Muhammad passieren, dass sich zwei auch Gruppen töten und bekämpfen. Das ist auch schon passiert. Wie die Gruppe von Ali und Gruppe von Muawiyah. Und sowas nennt man Ta'wil, auch eine Fehlinterpretation. Fehlinterpretation, was deutlich gegen die Beweise ist. Aber dennoch ist hier das Richten und das Korrigieren und diese Fehlinterpretation zu vermeiden und diese Fehlinterpretation zu für schlecht zu erklären. Das heißt, es darf nicht unter den Muslimen, unter den sozusagen den Leuten des Sunna so eine Ta'wil geben. Deswegen ist hier die Aufgabe, das zu verdeutlichen, dass es falsch ist und dass es sozusagen gar nicht zum Manhaj von den Salaf gehört, wie zum Beispiel sich gegen den Herrscher lehnen. Das war ja auch in der Zeit von Muawiyah, in der Zeit von Ali, war ein Herrscher und der andere muss ihm sozusagen den Eid geben und so weiter, ist ein Ta'wil gewesen. Deswegen gehört das ja sowieso nicht zu dem Manhaj von Al-Sunnah, aber so eine Fehlinterpretation kommt. So eine Fehlinterpretation kommt. Deswegen erklärt man die Handlung und die Aussage für falsch. Aber die Person an sich schließt man nicht aus dem Kreis des Sunnah, weil der Prophet Muhammad hat selber über diese beiden Gruppen geredet. Und er hat gesagt über Al-Hassan, das ist der Enkelsohn von dem Prophet Muhammad, das ist mein Sohn, ist ein Sayyid. Der wird zwischen zwei große Gruppen von meiner Umma richten. Das heißt, er hat diese zwei Gruppen, so Leute des Sunna, war nicht von Gruppierung, einer von den beiden war nicht von Gruppierung, obwohl auch der Prophet Muhammad darauf hingewiesen hat, dass eine falsch liegt. Und das sind diejenigen, die eine falsche Ta'wil haben. Und dadurch wurden die ungerecht. Und so ein Ta'wil ist gefährlich. So ein Ta'wil ist gefährlich, weil es dazu führt,
Spaltung und Töten gegenseitig, aber durch Barmherzigkeit von Allah und durch das, die Besinnung des Sahaba haben die diese Sache beendet. Durch Hassan, dass er sozusagen den Khilafa gegeben hat für Muawiyah, und so sind die Leute wieder dann zusammengekommen. Jetzt hier in dieser Zeit gibt es so ähnliche Ta'wil, was Amr Ma'ruf und Nahy al-Munkar angeht, was manchmal auch Übertreibung bei Gehorsamkeit des Herrschers. Das heißt, die Gehorsamkeit des Herrschers hat der Prophet Muhammad begrenzt. Womit ist die begrenzt? Wo man den Text nicht sozusagen übertreten darf? Nur in Gehorsam. Deswegen darf das nicht übertrieben werden in die Ungerechtigkeit gehorchen. Oder in das für richtig erklären, was falsch gemacht wird. Deswegen haben die Gelehrten auch die Haltung, was die Gehorsamkeit des Herrschers angeht. Die muss in Ma'ruf sein, das heißt im Rahmen von Gehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, und darf nicht in die Übertreibung kommen, dass man sozusagen über die Sachen, die Fehler oder die verbotene Sachen oder das Töten für richtig erklärt, was der Herrscher macht oder so weiter, die Ungerechtigkeiten. Das ist ein Beispiel für den Fehlinterpretation. Oder, wie gesagt, das Verständnis von Amr Ma'ruf an Nahy al-Munkar. Manche machen Amr Ma'ruf an Nahy al-Munkar, die wollen das gute Gebiet, das schlechte Gebieten, ohne die Grenzung von gute Gebieten, schlechte Verbieten einzuhalten. Deswegen gucken die nicht auf die Schaden und Nutzen. Das ist auch eine Art von Ta'wil. Die denken sich, okay, der Munkar muss auf jeden Fall beseitigt werden. Oder sie verdrehen oder unterscheiden nicht, wann ist das ein Munkar beseitigen oder den Munkar für Munkar erklären, wann ist das sozusagen einer gegen den Herrscher sozusagen hetzen. Das ist auch eine Fehlinterpretation. Das ist, läuft jetzt unter den Leuten der Sunna, laufen solche Fehlinterpretationen. Muss der Muslim immer seine Haltung kennen zu so einer Fehlinterpretation. Und der Prophet hat gesagt, also es werden Herrscher geben, wo ihr Sachen sehen werdet und wo ihr Sachen verabscheuen werdet. Munkar, das Schlechte, was man für schlecht sieht. Wer das Schlechte erkennt, das heißt, er vermeidet das, dann weiß er, dann hat er sich sozusagen rausgehalten. Und man Ankara Salima, also wer das für falsch erklärt, der ist sozusagen, dem passiert nichts. Aber derjenige, der es akzeptiert und es befolgt. Und das ist hier die Übertretung, wo man aufpassen sollte. Wer das akzeptiert, dieses Falsche akzeptiert und sogar befolgt. Und wie gesagt, solche Arten von Ta'wil schließt denjenigen nicht aus der Sunna raus sofort, sondern es hat auch Grenzungen. Und das ist auch unter Sahaba solchen ähnlichen Sachen passiert, was ich eben erwähnt habe, wie Usama und Zaid. Auch Khalid Walid hat einmal so eine Gruppe von Menschen getötet, aber durch Fehlinterpretation. Und so eine Sache sollte man nicht genauso voreilig sein, weil der Prophet Muhammad hat so Gruppen, solche Fälle, die Handlung für falsch erklärt, aber die Personen, solange sie in dem Rahmen von Ahl-Sunnah und der Akide Ahl-Sunnah befolgen, nicht irgendeine Gruppierung folgen, darf man nicht sozusagen sie aus dem Kreis der Sunnah ausschließen. Aber da muss man die Nasiha geben, muss man korrigieren und muss man diese falsche Ta'wil beseitigen, weil das ist nicht so, das gehört nicht zu den Meinungsverschiedenheiten, die akzeptabel sind. Dann gibt es auch unter den Leuten der Sunna auch falsche Ta'wil. Das ist aber etwas, was noch schlimmer ist. Und zwar, wenn die Aussagen
von den Gruppierungen unter den Gelehrten oder einigen der Gelehrten oder unter sozusagen den Reihen der Sunna sich schleichen. Es gibt Aussagen, die sind, wenn man die zurückführt, zu wem das gehört, gehört das zu Gruppierungen. Aber die schleichen sich unter sozusagen manchen Gelehrten oder sagen auch Leute von den Sunna solche Aussagen. Wie zum Beispiel Al-Udhr bil-Jahl, die Entschuldigung durch die Unwissenheit, dass man nicht entschuldigt ist. Das ist eine Aussage der Gruppierung. Aber hat sich bei vielleicht einigen Gelehrten oder einigen, die das auch in den Mund nehmen, da ist das sozusagen auch eine Fehlinterpretation. Und das ist eine Aussage von den Gruppierungen. Oder dass man ohne zu sortieren, Takfir erklärt für die Personen. Dass man sagt, durch diese Handlung ist diese Person Kafir. Ohne sozusagen zu unterscheiden, ohne das zurückzuführen zu den Grundlagen von Takfir. Das kommt auch manchmal im Munde von einigen Reihen von den Leuten der Sunna. Und solche Aussagen ist der Takwil hier noch gefährlicher. Warum? Weil das ist zurückzuführen zu den Gruppierungen, aber das kann durch eine Fehlinterpretation kommen oder durch eine, sagen, das, was man gelernt hat und das, was man in seinem Umkreis ist. Und das Schlimmste von diesem Tabwil, was unter den Reihen der Sunna passieren könnte, ist, dass man eine Grundlage nimmt von den Grundlagen von den Gruppierungen. Dass man eine Grundlage nimmt von den Grundlagen der Gruppierungen, wo man sich das dann, die Religion damit erklärt. Und das sind auch sozusagen Unterreihen von Leuten, die sich zu der Sunna bekennen, auch passiert. Aber hier ist noch gefährlicher und muss man auch noch mehr vorsichtiger sein. Es gibt auch die Art von Tawil oder den falschen Tawil, was eigentlich zurückzuführen ist zu einer Erneuerung. Dass man Grundlage nimmt, die gar nicht als Grundlage gibt. Wie zum Beispiel Al-Ta'abud bil-Ra'i, also durch die Meinung als sozusagen Grundlage nehmen zur Religion. Oder die Religion Religion zu nehmen durch Aussagen von Leuten. Das heißt, die Aussagen von Leuten zu Religion machen. Nicht sozusagen die Basis haben der Koran und Sunna, sondern Aussagen der Leute macht man zu Religion. Oder die Grundlage, die man beim Talab al-Ilm jetzt macht, dass man verpflichtet, eine Rechtsschule zu folgen. Das sind alles Grundlagen und kommt Fehlinterpretationen durch solche falsche Grundlagen. Oder dass man die Aussage von einem Imam als Hujja nimmt. Nicht als Stütze oder nicht, dass man das folgt oder so weiter, sondern er an sich ist eine Hujja. Das ist auch eine Fehlinterpretation, was zu Verschiedenheit unter den Leuten der Sunna oder der Reihe der Sunna führt. Was auch zu Fehlinterpretation unter den Leuten der Sunna ist diese Jama'at bildet. Du hörst eine Jama'at da, eine Jama'at da. Und dass man dann dadurch parteiisch wird. Oder Parteien sozusagen bildet. Und diese Parteien, die ist jetzt hier in sozusagen auf sozusagen, also die jetzt existieren oder die aktiv sind, sind Parteien, die haben von Anfang an einige Grundlagen von Sunna, aber sie beinhalten auch viele Fehlverhalten oder Sachen, die nicht zu Sunna gehören. Das heißt, die vermischen, was zu Sunna gehört, mit das, was zu Gruppierung gehört. Und hier passieren aber auch unter den Leuten der Muslime, Fehlverhalten in Angelegenheit von Wala und Wara. Was bedeutet Wala und Wara? Das Gute machen, also gut finden und das Schlechte hassen. Mhm.
Loyalität und Lossagen. Es wird Loyalität und Lossagen gebildet unter Gruppen von Menschen, wo es gar keine Loyalität gibt. Die Loyalität gilt eigentlich für die Gläubigen. Und da darf nicht einer, sozusagen eine Gruppe, sich besonders machen, dass sie eine besondere Loyalität bekommen. Das passiert durch was? Durch Parteienbildung. Wer zu der Partei gehört, der hat eine extra Loyalität. Wer nicht zu der Partei gehört, dann hat er eine mehr Lossagen. Oder sagen, nimmt man von ihm nicht. Oder warnt man von ihm. Oder. Und das ist sozusagen auch, was man nennt, Hizbiya bedeutet was? Eine Partei machen. Diese Hizbiya hat Formen. Diese Hizbiya hat Formen. Eine der Formen ist, wenn wirklich so eine Hizb, eine Partei existiert, wie ihr die bekannten Namen von Parteien hört, die islamisch sind oder die islamisch orientiert sind, das ist eine Hizbiya. Was machen sie? Sie machen eine Wala-Bara, sie haben einen Amir, den sie folgen und den sie gehorchen, obwohl er unter Herrscher von einem Herrscher ist. Und das ist falsch im Islam. Aber eine andere Form von Hizbiya ist, dass man sich eine bestimmte Gelehrte nimmt und dass man parteiisch wird zu dem Gelehrten und dass man dann auch Al-Wala-Bara nach diesem Gelehrten stellt. Das heißt, dass man eine andere Form von Hizbiya hat, indem man die Loyalität auf eine Person setzt, wer mit ihm ist, wer ihm folgt, dann ist er sozusagen gut und gehört er zur Sunna. Und wer ihm nicht folgt oder wer nicht diese Meinung nimmt von ihm und so weiter, dann sagen wir uns von ihm los. Das ist ein Hizbiya. Egal wie man das nennen möchte, das ist eine Fehlinterpretation. Und jede Form von Hizbiya darf nicht im Islam kommen. Und heutzutage gibt es diese aktiven Ahzab, die sozusagen mehrere falsche Grundlagen besitzen, wie sich gegen den Herrscher lehnen, stürzen von den Herrscher oder Demonstrationen und das, was eigentlich die Leute sozusagen aufführen gegen den Herrscher. Das sind alles, was heutzutage diese Parteien machen. Und auf der anderen Seite gibt es die Herrscher, die dann die Grenzen von Allah übertreten, indem sie das auch auf falsche Art und Weise bekämpfen, mit Ungerechtigkeiten, mit Töten oder mit Foltern. Und man muss als Haltung haben zu dieser sozusagen Gruppierung oder zu diesen Parteien, muss man eine bestimmte Haltung haben und auch zu das, was gemacht wird. Auf der anderen Seite muss man auch eine bestimmte Haltung haben, dann werde ich inshallah zu den Haltungen gleich kommen. Aber am Anfang habe ich nur jetzt die Fehlinterpretation geschildert. Und am Ende rede ich über die Meinungsverschiedenheiten, die eigentlich nicht als Meinungsverschiedenheiten sind, sondern als Gruppierung und die Meinungsverschiedenheiten, die zu Gruppierung führen. Wir haben Gruppierungen, die bekannt sind wie Al-Rafida, Shia oder Al-Khawarij oder Al-Mu'tazila. Und gibt es auch den Jahmiyyah und bekannte Gruppierungen, die Al-Qadariyyah zum Beispiel, die im Islam schon früher aufgetreten sind und immer wieder sozusagen weiter betrieben werden. Und hierzu sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Also hier ist nicht nur eine Verschiedenheit in der Meinung, sondern auch eine Gruppierung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sei nicht wie diejenigen, die sich gespalten haben, in Gruppierung geworden werden, sind, وَاخْتَلَفُوا. Und haben verschiedene Meinungen. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ بَيِّنَاتِ. Nachdem ihm die klaren Beweise gekommen sind, und diese bekommen eine harte Strafe. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, die Leute der Schrift vor euch haben sich in 72 Gruppen gespalten und ihr werdet
Diese Milla wird sich in 73 Gruppen spalten, 72 im Höllenfeuer und eine ist im Paradies und das ist Al-Jama'a. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, wahrlich, derjenige, der nach mir leben wird, von euch, der wird sehr viel Ikhtilaf sehen. Sehr viel Ikhtilaf sehen. Dann hat er gesagt, zwei Lösungen. Fa'alaykum bi sunnati und wa'iyyakum wa muhtathathun. Also haltet euch an meine Sunna fest und wehe euch mit den Erneuerungen. Und das hier die Gruppierung. Und natürlich hat man hier auch eine bestimmte Haltung gegen die Gruppierungen. Deswegen müssen wir erstens den Kreis der Sunna kennen und den Kreis der Bid'a kennen. Und dann die verschiedenen Interpretationen und Ta'wilat unter den Leuten der Sunna. Jede Ta'wil muss in seinem Kreis bleiben. Man darf nicht übertreten und jemanden in eine falsche Rang tun. Wenn es eine Ijtihad-Angelegenheit ist, dann muss man eine bestimmte Haltung haben. Wenn es eine falsche Ta'wil ist, aber der das gesagt hat, gehört zu der Sunna, muss man eine bestimmte Haltung haben. Und dann derjenige, der aus dem Kreis der Sunna raus ist, muss man eine bestimmte Haltung haben. Und dann muss man auch die Grenzung der Gelehrten, die Dawabit, die Grenzung der Gelehrten bei der Behandlung von jede Art von diesen Ta'wilat oder den Leuten haben. Dann gibt es, wie gesagt, die Leute, die in Gruppierung geraten sind. Und hier muss ich auch darauf hinweisen, dass eine Übertreibung gibt, in Gruppierung zuschreiben. Eine Person in eine Gruppierung zuzuschreiben. Da gibt es auch unter der Reihe von den Leuten der Sunna eine Übertreibung. Das heißt, du hörst von jemandem irgendeine Aussage, dann sofort sagt er, das ist eine Schiri zum Beispiel. Obwohl er vielleicht nicht ein Schiri ist. Oder das ist eine Khawarij, obwohl er nicht Khawarij ist. Oder das ist ein Murji'a, obwohl er nicht Murji'a ist. Deswegen gibt es Grenzungen. Wer erklärt einen für einen Mubtada, der aus dem Sunna-Kreis rausgegangen ist? Und hier gibt es in dieser Zeit, weil es geht um unsere Zeit jetzt, in dieser Zeit gibt es die Gelehrten, die sozusagen erstens das Wissen haben und zweitens von ihrer Akhlaq her haben sie so eine Gottesfurcht, dass sie auch gerecht bleiben. Das ist die Eigenschaft von Leuten des Sunna. Und dann kann es eine Form von Gelehrten geben, wo man nicht das Wissen bestreitet, aber trotzdem die Übertreibung findet. Die Übertreibung findet. Aber solche Urteile, wer Übertreibung hat und wer nicht Übertreibung hat, darf nicht von einem Anfänger kommen. Sondern man folgt in diesen Angelegenheiten die Gelehrten. Das heißt, es kann ein Gelehrter bei dem anderen eine Übertreibung finden und sagen, dass der hat eine Übertreibung. Und die Gelehrten geben sich gegenseitig die Nasiha bezüglich der Übertreibung oder das Seinlassen oder das Machen. Deswegen, in unserer Zeit, Alhamdulillah, gab es Gelehrten, die zum einen die Bid'a erklärt haben, zum anderen erklärt haben, wie die Grenzen sind zu Personen erklären, dass er zum Mubtada, der geworden ist. Und an solche Gelehrten sollte man sich halten. Wer nicht bekannt ist für Übertreibung, und der sozusagen dieses große Wissen hat, der nicht ein Anfänger ist, der schon seit langer Zeit sein Leben für Sunna gegeben hat und der die Grenzungen kennt von der Sunna und von der Bid'a. Und hier, was auch einige Gelehrten von unserer Zeit darauf hingewiesen haben, ist die Übertreibung hinter dir in Angelegenheit von Ijtihad. Das ist jetzt auch vorhanden. Die erklären jemanden für Mubtada oder waren von ihm, darf man nicht von ihm nehmen, weil er in einige Angelegenheiten, was wir in den ersten Kreis hatten, den Ijtihad, nicht in seine Meinung war.
Das eine Betreibung, das eine Ungerechtigkeit. Und die anderen Sachen, die anderen Ta'wilat, da muss Nasiha gegeben werden und von der Aussage auf jeden Fall gewarnt werden. Was bei aber Gruppierung angeht, da muss man eine ganz andere Haltung haben. Bei Gruppierung, da muss man eine ganz andere Haltung haben. Und zwar, dass man sich lossagt von der Gruppierung. Das ist nicht ein Kreis von Meinungsverschiedenheit. Dass man sich lossagt von jeder Form von Gruppierung. Und wie man die einzelne Person von einer Gruppierung behandelt, ist zurückzuführen nach Nutzen und Schaden. Nutzen und Schaden. Und das ist zurückzuführen zu den Haltung vom Prophet Muhammad, zu einigen Sahaba, die er bestraft hat, während er Munafiqin nicht bestraft hat, Heuchler nicht bestraft hat. Obwohl die Sahaba haben einen höheren Wert als die Heuchler auf jeden Fall. Aber er hat gesehen, die Bestrafung und das Boykottieren bei manchen Sahaba, die er bestraft hat, hat einen Nutzen für die gehabt. So dass sie Taube gemacht haben. Und dass sie zurückgekehrt sind. Und dass sie noch stärker in der Religion geworden sind. Während die Heuchler, die haben gesagt, oh Allah, oh Gesandter Allahs, mach für uns Istighfar, dann hat er sie gelassen, ohne irgendwas zu machen. Wo die beide den gleichen Fehler gemacht haben. Deswegen sagen die Gelehrten hier, bezüglich des Boykottieren oder bestimmte Haltung zu haben, es ist zurückzuführen zu Nutzen und Schaden. Und da darf auch nicht übertrieben werden. Und darf auch nicht immer die gleiche Haltung sein. Und das sagen auch die großen Gelehrten. Dann gibt es, was über die Gruppierung schon hinaus ist, Leute, die die Religion von unserer eigenen Reihe bekämpfen. Das heißt, es geht nicht mehr um fehlende Tradition oder falsches Verständnis von Religion, sondern es geht von eigenen Reihen diejenigen, die die Religion bekämpfen. Wie Laizisten oder Liberalen oder diejenigen, die einen ganz anderen Islam wollen oder sozusagen diejenigen, die die Muslime in Zweifel bringen wollen in ihrer Religion. Und die gibt es sehr stark vertreten in Medien. In türkischen Medien, in vielleicht arabischen Medien findet man Debatten über sozusagen Sachen, die ganz bekannt sind in Religion, wo man eigentlich noch nie darüber diskutiert hat. Ob Alkohol verboten ist zum Beispiel oder ob sozusagen, gibt es Hijab oder gibt es nicht Hijab. Das sind die Leute, die wirklich es abgesehen haben auf den Islam, dass man die Leute von dem Islam fernhält und Zweifel bringt. Und jetzt das Neueste, was es gibt, ist, dass man Zweifel bekommt über Bukhari. Das ist jetzt sozusagen von ihren Mitteln. Und zu jedem hat man, wie gesagt, eine Haltung. Fange ich jetzt an mit der Haltung von dem Khilaf von Ahl-Sunnah untereinander. Khilaf von Ahl-Sunnah untereinander. Was ist die Haltung von den Muslimen, von uns, von Talab al-Ilm? Jeder, wie er sich zu verhalten hat. Erstens, wenn es darum geht, um die Leute des Sunnah. Die Leute des Sunnah. Es ist wichtig, die Leute der Sunna zu bewahren, dass sie in der Sunna bleiben. Und dass man auch die Sunna bewahrt. Dass man sozusagen festhält an die Sunna. Egal wer um dich herum sich ändert oder eine Fehlinterpretation bekommt. Du musst immer deine Absicht haben und deine Kraft geben, dich an die Sunna zu halten. Dann, wenn es egal welche Interpretation gibt, unter den Leuten des Sunna muss man immer mit der Nasiha und mit Aufklärung und mit Bewahrung von Wert der Person, der nach Sunna geht, der sich zu Sunna bekennt. Und dass man den Gelehrten ihren Status gibt. Also, dass man
sich an die Sunna hält. Und dass man immer mit Nasiha und Aufklärung sozusagen sich verhält gegenüber den anderen. Mit Bewahrung von Status der Leute, die sich zu Sünder bekennen. Und dass man die Gelehrten respektiert und die Imame. Und dass man versucht, so gut wie möglich unter den Leuten zu stichten, der Leute des Sunna zu stichten. Und dass man jegliche Übertreibung vermeiden und ungerecht werden. Und dass wir uns den Manhaj des Salaf aneignen. Das heißt, dass du immer ein Muster bist von dem Salaf Salih. In Wissen, Angelegenheiten, in Handlung, in Dawah, in Akhlaq, in Bewahrung von der Jama'a. In Bewahrung von der Jama'a. Das ist allgemein die Haltung von das, was unter den Leuten des Sunna passiert. Jetzt, wie ist unsere Haltung zu einer Meinungsverschiedenheit, die nach Ijtihad aufgebaut ist? Der Muslim folgt dem Dalil. Der Muslim folgt dem Beweis. Welcher Beweis dir klar geworden ist, musst du folgen. Man darf nicht nach Lust und Laune von den verschiedenen Darlegungen sich was auswählen. Nach Lust und Laune darf nicht passieren. Das passiert auch unter Reihen der Leute des Sünden. Deswegen muss man sich an den Beweis halten. Und was man glaubt oder sagen, eher überzeugt ist, dass das der Sünder beabsichtigt, dem Propheten uns also folgen, dann sollte man folgen. Gegenüber den anderen darf man nicht, wie gesagt, ungerecht werden. Das heißt, darfst du den anderen nicht sagen, du hast Sünde gemacht. Das ist ein Höllenfeuer. Oder sagen, das ist Bid'ah. Alles, was im Rahmen, ich habe eben die Bedingungen von Meinungsverschiedenheit, die nach Ijtihad sind, gesagt, da darf man nicht die Person an sich angreifen, für falsch erklären oder aus dem Kreis des Sunna ausschließen. Und die Angelegenheit selber darf man auch nicht aus dem Kreis der Meinungsverschiedenheit, der akzeptabel ist, rausholen. Auch wenn er für sich tendiert hat. Es kann ja sein, jetzt recherchiert einer über das Gebet, Verlassen vom Gebet. Manchmal kommen Leute und sagen, das ist doch alles eindeutig. Als ob er eine Khilaf, der mehr als 1400 Jahre jetzt mit seiner Einleuchtung beendet hat. Für dich ist das deutlich geworden, dann halte dich an das, was für dich deutlich geworden ist. Aber komm nicht auf den anderen und erklärst ihn für falsch oder schließt ihn aus der Sunna. Manche in dem Thema Gebet, allein das Thema Gebet verlassen, haben schon die jeweiligen zu einer Gruppierung zugeschrieben. Der eine hat man gesagt, der ist Takfiri, und der andere hat man gesagt, der ist Murji'a. Obwohl es große Imame darüber Meinungsverschiedenheit gehabt haben. Das ist eine Form von Übertreibung. Und so sollte man auch bei allen Angelegenheiten schauen, wo es ein Dalil gibt, wo es ein Imam dazu gibt, wo es von den Salaf gekommen ist, und gibt es Meinungsverschiedenheit. Dann muss das in diesem Kreis bleiben. Aber wie gesagt, der Muslim nimmt nicht so das, was er begehrt, nimmt er sich irgendeine Aussage. Und man darf auch nicht mit Meinungsverschiedenheit argumentieren. Das ist auch eine Argumentation, die immer auf der Zunge liegt. Darf man so machen, darf man nicht so machen. Dann sagt man, so und so sollte man machen. Dann sagt er, aber ist doch Meinungsverschiedenheit in der Angelegenheit. Was willst du von der Aussage, ist da eine Meinungsverschiedenheit? Das heißt, du willst dir irgendwas wählen, was dir passt? Das geht nicht.
Das ist nicht der Sinn von Weisheit. Weisheit kommt nicht gewollt, sondern es passiert. Aber du solltest den Weg, den diejenigen, die eingeschlagen haben, die zu einem Weisheit gekommen sind, sie haben die Wahrheit gesucht. Und du sollst einer sein, der die Wahrheit sucht. Ein Talib, der in der Lage ist zu tendieren, der tendiert. Ein Beginner oder einer, der nicht Talib ist, der nicht in der Lage ist zu tendieren, er fragt, wen er vertraut. Er fragt, wen er vertraut im Wissen, der befugt ist, und fragt über diese Angelegenheit. Und natürlich würde es meines Verständnisses geben, aber er ist nicht in der Lage zu tendieren. Und für ihn ist einfach der Koran, befiehlt ihm, dass er fragt, die Leute das wissen, wenn er nicht weiß. Und somit beendet sich das für ihn, wenn er dann die Beweise dafür hat. Was aber den Ta'wil angeht, den Ta'wil, also das heißt die Fehlinterpretation, wo ein eindeutiger Beweis gibt, man handelt dagegen, man bildet sich eine falsche Meinung, was gegen den Beweis ist, dann sollte man diese Aussage nicht zu dem Kreis von Meinungsverschiedenheit, die akzeptabel ist, erklären. Das Erste. Und wird von der Aussage gewarnt oder von der Tat. Das ist eine zweite Haltung. Die dritte Haltung wird nicht nachgeahmt. Das heißt, man folgt dieser Aussage nicht. Darf nicht befolgt werden. Und dann gibt es verschiedene Arten von Ta'wil. Wenn diese Ta'wil nicht zu töten oder zu Khuruj oder zu einer Meinungsverschiedenheit in der Aqidah, Grundlage von Aqidah oder Partei ergreifen, dass man eine Partei wendet oder dass man die Jama'a verlässt, wenn so ein Ta'wil kommt und derjenige, der diese Aussage gesagt hat, gehört zu den Leuten des Sunnah, aber passiert von ihm so ein Ta'wil und dabei hat er sich nicht beharrt oder hat sozusagen nicht sozusagen Verderben gebracht und hat nicht die Leute dazu aufgerufen, sich ihn zu befolgen in diesen Sachen. Und hat auch nicht die Leute geprüft nach dieser Aussage, ist nicht eine Ungerechtigkeit von ihm gekommen. Und derjenige gehört zu Sünde, wie gesagt, und hat sich verausgabt, soweit es kann, dann ist er auch entschuldig bei Allah. Ist er entschuldig bei Allah, so wird seine Position bewahrt und wird nicht zu dazu ein Erneuerer erklärt, aber wird Nasiha gegeben und wird sozusagen diese Aussage für falsch erklärt und nimmt man nicht die Aussage. Und genauso verhält man sich, wie der Prophet sich zu Usama und Zayd gehalten hat, dass er diese Fehlinterpretation für falsch erklärt hat bei ihm und hat ihm gesagt, hast du getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Diese Art von Ta'wil sollten wir diese Haltung dazu haben. Nicht annehmen, nicht befolgen und derjenige, wenn es von ihm auftritt, dann ist es eine, wenn er von Leuten der Sunna ist, ist es sozusagen seine Haltung zu bewahren und wie Hudhayfa gesagt hat, Ittaqu Zandat al-Hakim. Also hütet euch von einem Ausrutscher, von einem, der ein Gelehrter ist. Das heißt, man sollte diese Ausrutscher sozusagen nicht nehmen, nicht befolgen, aber trotzdem den Gelehrten seinen sozusagen Platz bewahren. Dann gibt es den Ta'wil, der dazu führt, dass ein Khuruj passiert oder dass eine Jama'a sozusagen zerstritten wird oder zerstreut wird oder dadurch getötet wird oder dass da nicht die Bay'a gemacht wird oder dass man sozusagen sich um den sozusagen Stuhl kämpft oder es wird eine Bay'a zu einem anderen gegeben, während eine noch da existiert, wie das passiert ist zwischen den streitenden Muawiyah und Ali radhiyallahu anhu oder die Abbasiden, das ist eine, auch eine, wie nennt man das, eine Khilafa, während der Khilafa al-Umayyah hat es sowas gegeben. So eine Art von Fehlinterpretation sind sich die Gelehrten des Sunna einig,
sind sich die Gelehrten der Sunna einig, dass das verboten ist und dass das nicht für richtig erklärt wird. Und dass man es verbietet, den Khuruj, oder was zu den Khuruj führt. Und derjenige, der es macht, ist ein Ungerechter, der macht eine Ungerechtigkeit. Und dem muss man Nasiha geben und davon abhalten. Und so haben sich auch die Sahaba verhalten, dass sie diejenigen, die so eine Fehlinstruktion haben, davon abgehalten haben, abgeraten haben. Und so gut wie möglich den Islah suchen, oder den Streitenden, den Islah suchen. Und dass man zurück die Leute führt zu der Jama'a. Was ist nochmal Khuruj? Khuruj ist Auflehnen gegen den Herrscher oder Rebellieren. Rebellieren. Mubtadi' ist ein Erneuerer. Und Allah SWT sagt in Surah Al-Hujurat, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Wenn sich zwei Gruppen von den Gläubigen bekämpfen, dann solltet ihr unter ihnen schlichten. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Wenn eine ist ablehnt und sozusagen sich trotzdem ungerecht verhält, also will nicht den Salah und will nicht sozusagen zu dem Haq zurückkehren, dann solltet ihr die bekämpfen, bis sie zurückkehrt zu den Angelegenheiten von Allah SWT. Und wenn dennoch, weil es geht ja immer noch um den Kreis der Leute des Sunna, wenn dennoch sozusagen der Herrscher beseitigt wurde, wie es jetzt in verschiedenen Zeiten, Umayyaden und Abbasiden, hat jetzt einer doch gewonnen, hat doch jetzt die Macht gehabt oder bekommen, dann geht es von vorne wieder los. Darf man nicht mehr sozusagen Khuruj machen und akzeptiert man den als ein Herrscher, sondern er im Kreis des Sunna ist und dürfte man nicht sozusagen weiteres als von der Akide von Ahlus Sunna und Jama'a falsch verhalten. Dann gibt es den Ta'wil, der zu einer falschen Grundlage führt. Das heißt, dass man eine falsche Grundlage hat, falsche Aussage hat und was eigentlich von Gruppierung kommt, was sich unter den Leuten schleicht, was eigentlich dazu führt, zu Takfir zum Beispiel oder zu Kreis aus dem Sunna ausschließen. Diese Art von Tawil sollte man auf jeden Fall beseitigen von Reihen der Sunna. Von Reihen der Sunna darf nicht sowas sich schleichen, dass Leute so diese Aussagen der Gruppierungen unter der Sunna passieren. Das kommt von was? Von den nicht basierten Wissen. Kommen solche Aussagen durch nicht basierten Wissen. Und wenn so eine Person, die zu Sunna gehört, so eine Aussage hat, die eigentlich zu einer Gruppierung zurückzuführen ist, aber die Person ist bekannt für die Sunna, ist bekannt, dass er sein Leben lang für die Sunna sich eingesetzt hat, dann darf man auch die Person nicht aus dem Kreis der Sunna ausschließen. Und Beispiele für so von früherer Zeit, die sozusagen sich zu den Leuten des Sunna bekennen, aber hatten schon Fehlinterpretationen, die eigentlich von Gruppierungen kamen, ist wie zum Beispiel Imam Nawawi oder Imam Hajar al-Asqalani. Der eigentlich, das sind zwei Imame, die gehören zu Sunna, und gibt es noch Dutzende, die irgendwo eine Aussage vielleicht, die eigentlich nicht zurückzuführen sind, ist zu den Grundlagen von den Leuten des Sunna, sondern kommt von den Gruppierungen. Und deswegen gab es Übertreiber in Reihen des Sunna, die den Imam Nawawi als eine Gruppierung zugeschrieben haben. Oder Imam Abu Hanifa zu einer Gruppierung zugeschrieben haben. Oder sonstige Imame, die bekannt sind, dass sie Gelehrten des Sunna sind. Und genauso auch in dieser Zeit, wenn vielleicht gehört wird, dass ein Gelehrter, der bekannt ist nach Sunna, vielleicht eine Aussage betätigt, dass es nicht eine Entschuldigung gibt in sozusagen Unwissenheit. Unwissenheit ist keine Entschuldigung, dass man den als Kafir erklärt, wer Schirk begeht oder solche Aussagen gibt es auch unter den Reihen, die eigentlich sozusagen nicht zu den Grundlagen von der Sunna gehören. Und das war nicht sozusagen bekannt bei den Sünden, dass sie solche Aussagen betätigt haben.
Deswegen dürfte man auch nicht solche Gelehrten so aus dem Kreis der Sunna ausschließen, solange sie nicht dadurch die Menschen spalten und nicht dadurch sozusagen da beharren. Aber es kam durch eine Tabuin oder durch ein falsches Verständnis in ihren Reihen. Was jetzt als nächstes der Khilaf von den Firq, also wenn es jetzt eine Gruppierung tatsächlich gibt, dann muss man auch wieder darauf betonen, wer ist überhaupt ein Mubtada'. Das muss man auch aufklären. Wer ist überhaupt ein Mubtada'? Weil dieses Wort wird im Munde von vielen Jugendlichen genommen, die gar nicht die Grundlagen dafür kennen. Und leider, genauso wie es bei den Takfir die Betreibung gibt, dass sie viele Leute zum Körper erklären, gibt es unter den Reihen der Sunnah Leute, die das Wort Mubtada' und den Tabdi'ah so übertreiben, dass dann auch der Kreis der Sunnah durch ihren Augen sozusagen sehr, sehr gering ist. Sehr, sehr gering ist. Warum? Weil man hat nicht diese Unterscheidung zwischen Manhaj al-Salaf, wie sie mit den Meinungsverschiedenheiten umgegangen sind, was ich auch eben erwähnt habe als Beispiele, und zwischen den Gruppierungen. Die vermischen diese Reihen. Die vermischen die Reihen. Und die haben nicht Grenzungen. Und die haben vor allem nicht gelernt. Und entweder imitieren sie irgendeinen, der das gesagt hat, oder sie bilden sich selber Meinungen oder Urteile, ohne zu kennen. Das heißt, sie bilden eine Form von Hizbiyya zum Beispiel, dass sie Loyalität aufgebaut haben auf ihre eigenen Leute, wer nicht dazu gehört, ist entweder Mubtada' oder stopp ich, nehme ich nicht von ihm, bis ich einen Beweis habe, dass er zu den Gelehrten geht oder nimmt, die ich nehme. Das ist eine Form von Fehlinterpretation, der beseitigt werden sollte. Aber was zu den wirklichen Gruppierungen, wer sich zu Schia bekennt, wer sich zu Khawarij bekennt, wer sich zu irgendeiner Gruppierung bekennt, die bekannt ist, oder sozusagen, der sich so verhält, als ob der in der Gruppierung ist. Weil es gibt die heutigen Khawarij, die sagen, wir sind nicht Khawarij, aber die haben alles, was die Khawarij gemacht haben. Alles. Deswegen, was ist unsere Haltung von solchen Gruppierungen? Auf jeden Fall ist als allererstes die Trennung und die Loslösung von jeder Gruppierung. Die Trennung und Loslösung von jeder Gruppierung. Leute des Sunna bekennen sich nur zu der Sunna und akzeptieren auch nicht einen anderen Namen aus der Sunna. Das ist eine Sache. Also man muss sich von diesen Leuten trennen, wie sofort. Erstmal die Gruppierung, von der Gruppierung trennen. Wir kommen unterscheiden zwischen den Einzelpersonen und Gruppierung. Die Gruppierung, das heißt, gehörst du zu Schia, das ist eine Trennung von der Gruppierung an sich. Und von deren Aussagen und deren sagen, Grundlagen. Jegliche Trennung. Dann die Warnung davon, von jeder Gruppierung. Ist sozusagen zur Grundlage von der Sunna, dass man davon warnt. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad, dieses Wissen trägt von jeder Generation die Beste. Was machen sie? Sie schützen dieses Wissen. Von wem? Von Übertreibung der Gruppierung, die Mubtadi'ah. Und von diesen falschen Interpretationen, die kommen, die schützen es. Und bei dem Mubtada' und dem Firaq ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, lasta minhum fi shay. Diejenigen, die ihre Religion spalten und sind in Gruppierung geraten, du hast mit ihnen nichts zu tun. Nichts zu tun. Das heißt, die Lossagung von den Gruppierungen.
Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Lossagen. Es gibt die Lossagen von den Kafir, der nicht zum Islam gehört. Und es gibt die Lossagen von dem Mubtadi', der zum Islam gehört. Gibt es da einen Unterschied? Ein Mubtadi', der kann auch Muslim sein. Der ist Muslim. Der ist Muslim. Der ist Muslim. Das heißt, im allgemeinen Kreis ist er noch im Islam drin. Das heißt, es gibt immer noch welche Rechte für ihn. Und die Behandlung von dem Mubtadi' als einzelne Person gilt nach den Grenzungen von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Nach Grenzungen von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Angenommen, einer betet und ein Kafir würde vorbeten. Bei dem Kafir könntest du gar nicht beten. Bei dem Mubtadi'. Je nach Situation. Nicht immer. Je nach Situation. Das heißt, man muss auch diese Form von Übertreibung auch aus dem Herzen rausnehmen. Dass man dem Mubtadi' gleich den Kafir macht. In jeder Behandlung. Deswegen gibt es eine Lossage, aber diese Lossage muss sich von den Lossagen von den Kafir unterscheiden. Dass er immer noch islamische Rechte hat und dass die Behandlung je nach Nutzen und Schaden, das muss man darauf aufbauen, auf den Nutzen und Schaden. Der erste Schaden und der größte Schaden, was dich angeht, ist, dass du nichts von ihm nimmst. Das verdirbt deine Religion. Deswegen muss man auch die Aussagen von den Salaf interpretieren nach dieser Situation. Das heißt, wenn dir Schaden kommt von diesem Mubtadi', dass er dir seine Bid'ah reinbringt, dass er dich dazu führt, dass du diese Aussagen nimmst, dass du mit ihm diskutierst, dann ist hier der Schaden so groß, dass du gar nicht sozusagen mit ihm zu tun haben solltest. Ist da eine Möglichkeit, ihn zu korrigieren, dann ist die Behandlung anders. Deswegen gibt es ein Buch von Sheikh Ibrahim al-Haini, der hat da sozusagen so viele Kapitel für Behandlung von den Leuten von Bid'ah, wie man sich zu denen verhalten sollte. In Angelegenheit, darf man die fluchen, darf man die nicht fluchen, darf man sozusagen hinter ihnen beten, nicht hinter ihnen beten, heiraten, nicht heiraten, geschlachtetes Essen, nicht geschlachtetes Essen, also nicht von ihrem geschlachtetes Essen und so viele Kapitel. Und das hat immer sozusagen Grenzen von Leuten der Sünde. Deswegen muss man auch da aufpassen, dass wir nicht in Übertreibung geraten, aber auch nicht auf leichte Schulter nehmen. Weil diejenigen von den Reihen der Sunna, die in Gruppierung geraten sind, ist, weil sie das auch in leichte Schulter genommen haben. Weil sie sich nicht geschützt haben, weil sie denen zugehört haben und dass dann die sozusagen Bid'ah in sich reingebracht haben. Deswegen sollte der Muslim und vor allem Dullah sollte sozusagen diese Übertreibung, die man vor seinen Augen sieht, und diese Untertreibungen oder diese falsche Verhalten gegen Leute der Bid'ah sollte man unter Augen haben. Dass man nicht zu Übertreibung tendiert und auch nicht ungerecht wird. Nicht ungerecht wird. Deswegen, zum Beispiel, auch ein nächstes Beispiel. Diejenigen, die Übertreibung haben, die sagen, es gibt keine Hurma für einen Mubtadi'. Das heißt, ich kann den sowieso, habe ich eine Erlaubnis, hinter seinem Rücken zu reden. Und das gibt es in Büchern von Gelehrten. Aber was ist erlaubt, hinter seinem Rücken zu reden? Was ist erlaubt? Weil die Riebe bedeutet, über jemanden zu sprechen, was er nicht mag. Dann, wo ist deine Erlaubnis und wo ist über deine Erlaubnis? Wenn ich zum Beispiel aus dieser Situation, die vielleicht bitter ist oder so, für mich eine Frage stelle, und ich eine Frage daraus habe, also an einen Scheich zum Beispiel, ob es haram oder halal ist, was er macht. Und die andere Situation wäre die, wenn es nur darum geht, ihn zu schlecht zu reden, dann ist es nicht gut. Nein, nein,
Nein. Du könntest schon sagen, der ist ein Rafidi, macht so und so und so. Also, ah, okay. Das ist eine Erlaubnis. Aber was ist über die Erlaubnis hinaus? Zum Urteil. Beleidigen? In welche Form? Ja, mit ja, so Verfluchen halt. Schimpfwörter benennen, das ist eine Übertreibung. Ja, dass man über seine Grenze hinausgeht. Zum Beispiel, der ist ausgerutscht. Ja, sagst du, der Rafid ist gestern ausgerutscht. Zum Beispiel. Das hätte gar nicht mit der Bidat zu tun. Da gibt es ja immer noch sozusagen Gebiete, wo die Riebe verboten ist. Die Riebe ist erlaubt von wegen was? Wegen der Bidat, von der Bidat zu warnen. Aber dass du erlaubst, alles über ihn zu reden, ist nicht richtig. Oder ihn zu beleidigen, ist nicht deine Grenze. Das gilt für jede von den Mubtadi'a. Deswegen muss man auch diese Übertreibung aus unserem Herzen rausnehmen. Und sollten wir uns an die Grenze von Leuten des Sunnah halten, indem wir wissen, mit jedem sozusagen falsche Verhalten, mit jeder Bid'a, wie wir uns davon fernhalten, wie wir auch davon warnen, aber dass wir auch nicht selber ungerecht werden. Nicht selber ungerecht werden. Natürlich ist hier auch eine wichtige Grundlage, dass man die Verabscheuung hat. Für allgemein die Mubtadi'a und für die Gruppierungen, die es gibt. Und dass man das auch nicht auf die gleiche Schulter nimmt, wie gesagt, weil das hat dazu geführt, dass Leute auch in Gruppierungen gegangen sind und dass die auch sogar Muslime getötet haben, nachdem sie nicht diese Krankheit hatten. Warum? Weil sie haben auch es auf leichte Schulter genommen, von diesen Leuten was zu nehmen. Wie viel Zeit haben wir noch? Weil es war 20 nach 20. Eine Stunde noch. Reicht für die Schauerlisten. Was ist die Haltung von den Parteien? Was ist die Haltung von den Parteien? Weil diese Parteien sind auch aktiv. Die wollen dich auch ziehen oder beeinflussen. Oder wenigstens, dass du die sozusagen auf seine Seite bist und nicht gegen deren Seite. Und das ist natürlich von den Hizbi, Parteien bilden und parteiisch sein, was nicht im Islam sein darf. Deswegen, der Muslim, vor allem der sich der Sunna bekennt, der hat keinen, zu dem er sich parteiisch fühlt oder sozusagen hält. Außer dem Propheten Muhammad und den Salaf al-Salih. Soll das deine Partei sein? Nicht in dem Sinne, dass du selber jetzt entscheidest, wer drin ist und wer draußen ist, sondern ich meine, halte dich an die Sunna. Und halte dich an den Weg von den Salaf al-Salih und lass jegliche Parteilichkeit. Sei es in einer Partei selber, die einen sozusagen Führer hat, dem man Eid gibt, dem man, es gibt sozusagen geheime Sachen, die bei denen passieren. Erst wenn du drin bist, dann weißt du, was da los ist. Ja, ja. Und dass da einer, der eine sozusagen Gehorsamkeit hat und so weiter. Und das sind sozusagen diese organisierten Parteien. Und sind bekannte, braucht man jetzt nicht Namen zu nennen, aber gibt es bekannte Parteien, die jetzt sozusagen so einen großen Einfluss haben in der islamischen Welt. Da sollte man sich davon distanzieren. Und dass man auch die Ungerechtigkeit gegenüber diesen Leuten, die sich der Partei anschließen, auch vermeiden. Weil im Allgemeinen, der sich zu dieser Partei bekennt, ist auch einer der Leute des Sunna. Im Allgemeinen. Aber er bekennt sich zu einer Partei, die Grundlagen falsch hat. Deswegen, die Parteien an sich sind nicht von der Sunna. Aber die Anhänger sind verschieden. Die Anhänger sind verschieden. Unter ihnen könnten Leute der Sunna sein, die nicht die richtige Grundlage haben. Und unter ihnen könnten Leute von Bid'a sein. Es gibt eine Partei, bei denen ist jeder willkommen.
Da kann ein Christ reinkommen, da kann eine Rafidi, Shia kommen und auch allgemein die Leute des Sunna oder diejenigen, die überhaupt gar nichts von Religion wissen. Alle sind Anhänger von dieser Partei. Haben die alle den gleichen Urteil? Das ist eine Ungerechtigkeit, dass man dann auch diese Feder von Köpfen von Parteien auf allen Leuten überträgt. Weil manche auch, die in Übertreibung geraten sind, wenn sie von einer Partei warnen, dann nehmen sie Aussagen von deren Köpfe und sagen, guck mal, diese Jamaa und diese Partei sind alle so. Und unter ihnen könnten auch Gelehrte gegeben haben, die sozusagen nach Sunna Aqida, Bücher haben und so weiter und so fort. Deswegen sollte man auch nicht ungerecht gegenüber der Urteile von diesen Parteien sein, aber für sich, was ist meine Haltung? Ich sage mich bloß von jeglicher Form von Parteien. Sei es in eine richtige Partei oder in eine förmliche Partei, die es unter dem Reihen der Sunna gibt, dass man sich parteiisch hält zu einer bestimmten Person, zu einem bestimmten Gelehrten oder einer Reihe von Gelehrten, dass man parteiisch wird. Und wo erkennt man die Parteiigkeit? Durch die Haltung zu den anderen, der nicht mit ihnen ist. Dann weiß ich, das ist eine Parteiigkeit. Ob er das nennt oder nicht nennt, das ist nicht unsere Sache. Aber wenn jemand diesen Sheikh folgt und die anderen, die der boykottiert oder nicht folgt, haben sich parteiisch zu diesem gehalten. Weil, solange die in dem Kreis von der Sunna sind, dürfte man nicht eine Partei ergreifen. Deswegen, als das in Reihen der Sunna passiert ist, haben große Gelehrten davon gewarnt. Einer war zum Beispiel Sheikh al-Masna Abbad, hat gesagt, Rifqat al-Sunna, wer ist Sunna? Sanft, oh Leute des Sunna, Leute des Sunna. Und einmal auch der Sheikh al-Alban, rahimahullah. Er hat gesagt, sei nicht mit dem Person so und so, hat er einen Namen genannt, gegen die Person so und so, hat er auch einen Namen genannt. Und sei nicht mit der Person so und so, hat er auch einen Namen genannt, gegen die Person so und so. Lerne deine Religion und wird dir dann klar werden, worüber sich gestritten wird und dass man dann auch nicht so eine Partei ergreift. Der Unterschied zwischen Partei und Gruppierung haben eine falsche Akrine und Gruppierungen haben schon mehrere Grundlagen, die sie befolgen, die, dadurch haben die eine Spaltung von der Ummah. Die Parteien sind sozusagen eine Bid'ah an sich, aber die haben nicht sozusagen Grundlagen, wo sie gespalten sind. Sind nicht zu einer Gruppierung und bekennen sich auch nicht zu einer Gruppierung, aber bilden eine Partei aus vielleicht politischen Gründen, aus anderen Gründen. Und diese jetzt, die aktiv sind, die versuchen aber auch, haben sehr viel Übel, wo man davon gewarnt sein sollte. Zu den Übeln, was sie haben, ist, dass sie gegen Gelehrten sprechen, des Sunna, und dass sie von den Gelehrten warnen und dass sie den Status der Gelehrten erniedrigen. Das ist auch leider eine Krankheit von diesen Parteien, die jetzt aktiv sind. Deswegen sollte man so etwas gar nicht mitmachen und nicht anschauen und nicht sozusagen Glauben schenken und sozusagen den Status der Gelehrten bewahren. Auf der anderen Seite, weil diese Parteien werden politisch aktiv, auf der anderen Seite gibt es dann auch Fehlverhalten von Herrschern und Fehlverhalten gegenüber solche Leute, dass sie befoltert werden, getötet werden und so weiter, dann wird man auch Übertreiber finden, die das für gut heißen. Oder die sozusagen das Blut vergießen von solchen Leuten, die zu so einer Partei gehören, dass das sozusagen richtig ist und sozusagen erklären die Fehler der Herrscher für sozusagen legitim und so weiter und so fort. Das wäre eine Übertreibung von der anderen Seite. Deswegen, der Muslim hält sich fern von beiden. Unterstützt nicht jemand gegen anderen, wo es um Blutvergießen geht. Und heutzutage ist es gefährlich, weil wenn diese Schiene weitergeht,
dass man den Herrschern auch erklärt, alles, dass es legitim ist, damit ist. Und es passieren jetzt unter den Herrschern und unter den Ländern auch schon Probleme, dass man ein islamisches Land gegen ein islamisches Land hetzt. Und das kann gefährlich werden, wenn sozusagen die Gelehrten da mitmachen. Und das passiert heutzutage, dass sozusagen einige Gelehrten von diesem Land gegen einen Herrscher hetzen oder schlecht erklären und falsch und so weiter und so fort und die anderen umgekehrt. Und dann kann es ein großes Übel werden. Das kann dann auf die Völker übertragen werden. Deswegen der Muslim ist auch hier besonnen von solchen Sachen nicht. Unterscheidet, was die Gehorsamkeit sozusagen, die Allah verpflichtet hat, wo es nicht eine Neigung oder eine Sünde gibt oder Töten oder Blut vergießen und sozusagen entweder richtet er und korrigiert er und macht Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala rechtleitet und so weiter, und das ist der Verhalten von Leuten der Sunnah, dass sie Dua machen für die Herrscher, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie rechtleitet und so weiter und so fort, aber vor allem nicht, dass man die in etwas befolgt, was verboten ist, wie in dem Hadith aufgetaucht ist. Und jegliche Form von sozusagen Politik und so weiter, das ist nicht die Beschäftigung von Leuten des Sunna. Also nicht aktiv werden und sozusagen das verfolgen. Und leider auch unter der Reihe des Sunna hat sich diese Krankheit gebildet, dass sie durch die Politik die Sunna dann voranbringen wollen. Und das, da war auch eine schlechte Erfahrung unter den Leuten des Sunna. Und das war vielleicht eine Lektion für die anderen, dass sie nicht diese Wege gehen sollten. Wege der Politik ist Wege, wo man Heuchlerei zeigen muss, damit man weiterkommt. Und da verliert man den Boden von der Dauer. Deine sozusagen Kapital ist, dass du richtest, dass du korrigierst. Aber nicht auf die Wege, die krumm sind, wo Heuchlerei ist. Deswegen hält man sich fern von diesen Politik und konzentriert man sich auf das Wissen erlangen und sozusagen das Richten, das Korrigieren, die Sunna verbreiten. Und das ist sozusagen eine Hauptaufgabe, weil es kommt nur Frieden und sozusagen der Übel wird beseitigt von dieser Umma, wenn wieder die Sunna eintaucht. Und das ist eine Hauptaufgabe für jeden Muslim, inshallah. Natürlich, auf der anderen Seite, muss man auch davon warnen, sich gegen die Herrscher zu lehnen. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht diese Sachen verfolgt und legitim erklärt, was einige Herrscher machen, bedeutet das nicht, auf der anderen Seite hetzen. Und sagen, ja, guck mal, was der falsch macht und, dass es dazu führt, dass man demonstriert und falsche Wege nimmt. Das muss man auch sozusagen also vermeiden. Und dass man immer den Nutzen und Schaden abwiegt und die Gelehrten des Wissens fragt, wie man sich in diesen Sachen zu verhalten hat. Und was die angeht, und das ist jetzt der letzte Punkt, diejenigen, die gegen Islam sind. Das ist in Form von, sozusagen, wie ich eben erwähnt habe, diese Medien, die gegen Islam hetzen, die Schubuhat bringen, also Scheinargumente bringen, Zweifel bringen unter den Menschen. Die sollte man auf jeden Fall vermeiden und davon warnen, und diese Schubuhat nicht in sich reinlassen. Das hat auch dazu geführt, dass Leute dann auch vielleicht aus der Region raus sind oder ganz anderen Weg nehmen. Deswegen, jeder, weil manchmal ist die Neugier zu gucken, wie die diskutieren. Und wo du vielleicht lachst oder sozusagen guckst, wie kann man nur so sagen, es gibt kein Kopftuch und so weiter und so fort, aber das kann auch in dir eine Schube reinbringen. Oder die können irgendwas, was wahr ist, durch eine, natürlich, die haben ja eine andere Absicht, dass die dann bei dir das, was wahr ist,
ablehnen lassen. Deswegen, solche Sachen, auf gar keinen Fall vermeiden, davon warnen, seine Kinder auch die Grundlagen geben, weil wer nicht die Grundlagen besitzt, der kann auch leicht irgendwo rutschen. Das hat man auch gesehen bei Predigern, die sozusagen im Allgemeinen nach Sunna waren, aber mit der Zeit irgendwo an eine andere Schiene geraten sind. Warum? Weil die Grundlagen nicht befestigt sind. Deswegen, Talib al-Ilm und das, was ihr jetzt macht, sehr, sehr wichtig, um sozusagen die Zukunft zu sichern. Mit richtigem Wissen, mit Übertreibungen von den Herzen wegnehmen und dass man auch ein Ziel hat. Was ist dein Ziel bei Talib al-Ilm? Dass du richtest, dass du korrigierst, dass du die Sunna verbreitest, dass du an die Sunna festhältst, dass du weißt, wie ist die Situation von dem Propheten und seiner Sahaba. Und das alles, was in deren Leben passiert ist, von Meinungsverschiedenheiten, von Tawil, von Khilaf und so weiter, dass ich mich auch nach deren Verhalten verhalte. Nicht eine andere Grundlage folge oder eine Übertreibung oder die Leute spalten, die nicht zu spalten sind oder die Leute einzuschließen, die nicht einzuschließen sind. Deswegen, inshallah, sollte das unsere Haltung gegen das, was aktuell jetzt alles passiert ist, dass wir wissen, wo der Tawil ist, der zu beseitigen ist, zu bekämpfen ist, wie wir uns zu den Leuten der Sunna verhalten sollten, wie wir uns zu den Leuten der Bid'a verhalten sollten. Und das am Ende können wir nur sagen und Allah bitten, dass Allah uns befestigt und dass uns Allah SWT in Talab al-Ilm sozusagen Kraft gibt und Geduld gibt. Und das, Alhamdulillah, ihr seid jetzt wie lange dabei? Von Oktober bis jetzt? Sechs Monate. Dreht. Inshallah bleibt ihr mindestens 3 Jahre. Mindestens 3 Jahre. Aber dann muss er euch in Arabisch bemühen und dann könnt ihr auf Arabisch weitermachen. Subhanallah, Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah.